Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Risen. Ja, im letzten Part haben wir, was haben wir überhaupt gemacht? Was haben wir gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gestern das aufgenommen und heute schon wieder vergessen. Wir haben jetzt Stuff im Sumpf gemacht. Und in dem Part wollen wir doch, habe ich mir überlegt, mal die Arena-Kämpfe anfangen. Und ich würde sagen... Ich will spielen. Ich kämpfe gegen Ricardo. Ich kämpfe gegen Ricardo und werde gewinnen. In Ordnung. Das wird nicht weiter schwer. Bringt dir aber auch nicht viel ein. Wir werden sehen. Okay, Ricardo, wo ist der Kollege? Bist du das? Nein, du bist der Domingo. Du willst einen Spaß? Bist du der Ricardo? Du bist der Ricardo. Okay. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena heraus. Pau's Maul? Warum nicht? Komm mit. Okay. Let's fetz, Kollege. Oh Gott, jetzt geht's also los. Das wird ein Spaß. So, dann zeig mal, was du kannst. Na, dann zeig mal, was du kannst. Das hab ich schon gesagt, Kollege. Ah, ha, ja. Okay, der kann wirklich nichts. Ja. Bam, bam, step, bam. Zack, da, dab, da, bam, da, bam. Also ausweichen kannst du ja, aber sonst kannst du auch nichts. Alter, jetzt kannst du mal aufhören. Ja. Ich liebe diese Kampfmusik hier. Im Banditenlager, ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Zack! Bam, step, bam! Ach komm! Hör doch mal auf! Auszuweichen! Mann, jetzt lass das sein! Und bam, step, bam, step, bam! Ach komm! Lass dich doch mal treffen, du Ekelhafter! Danke! Wo ist dein Schwert? Da ist dein Schwert, dankeschön. Nichts. So, dann warten wir mal, bis er aufsteht. So, ist jetzt eigentlich wieder voll geheilt. Jetzt hat er übrigens eine Axt dran. Interessant. Du hast mir fast alle Knochen gebrochen. Stell dich nicht so an. Ich war eben besser. Mistkerl. Noch lache ich. Noch lache ich. Noch lache ich, oh mein Gott. Hi, na? Ricardo war nicht schwer zu besiegen, oder? Hier ist dein Gewinn. Yay. Ich will spielen. Ich werde Lorenzo in der Arena besiegen. Abgemacht. Da bin ich ja mal gespannt. Viel Glück. Okay. Lorenzo, dich haben wir schon mal erledigt. Wie wär's mit einem kleinen Arena-Kämpfchen? Vergiss es. Mit dir lasse ich mich nicht mehr ein. Hau ab! Ich wusste, der kämpft nicht mehr mit uns. Verdammt! Ich will es nicht hören. Hast du keinen anderen, den du kannst? Ach komm, das hätte ich vorher machen müssen. Ach, Dummheit. Dummheit! Okay. Schade, hab ich verkackt. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja, einen kenne ich tatsächlich. Also, der König sitzt auf seiner Burg und führt Krieg gegen die Orks. Da kommt sein Berater und sagt, mein König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Den kenne ich schon. Was? Ich wollte ihn hören. Ah, oh, Mensch. Lorenzo wird nicht mehr mit mir in der Arena kämpfen. Tja, dann hat sich das wohl erledigt. Hier hast du deinen Einsatz zurück. Ja gut, es wären eh nur 20 Gold gewesen, von daher... Ich will spielen. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst. Abgemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Also gut, triff mich in der Arena. Aber merk dir, gekämpft wird erst in der Arena, klar? Und wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, hast du verloren. Möge der Bessere gewinnen. Okay, vorher gebe ich, aber mal pennen. Auch wenn es nur ein Schlag ist, aber ein Schlag ist ein Schlag. Ne? Der kann entscheiden zwischen Sieg und Niederlage.
Fass bloß nichts an. Ja, ja, ja. Kämpf lieber mit mir in der Arena, du Ekelhafter. So, Craig. Dann zeig mal, was du kannst. Ach, der ist jetzt schon in der Arena. Ach so. Da hab ich ihn gesucht. So, dann. Let's fetz. Los, lass es uns austragen. Oh yeah. Let's do this. Bams. Oh Gott, er hält schon ein bisschen mehr aus. Bam. Und wumm. Wumm. Zack. 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 Bams. Na gut, der hat aber auch keine Chance eigentlich. Yeah. Bams. Oh. Ah, diese Kampfgeräusche, ne, was ich da so von mir gebe, ist wunderschön. Zack, 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 zack. Yeah, ab in die Ecke mit dir, dann gib's aufs volles Pfund aufs Maul. Au, zack, bam, bam. Oh, schade. Also, ich konnte ausgewichen, aber das kann ich auch. Oder auch nicht. Zack, zack. Yeah. Ha, ja. Zack, bam, bam! In your face! Und das Goldstück habe ich mir auch gleich genopst. Hier gibt's nichts zu holen. Genopst? Genomst und gemopst in einen wird so genopst. Schön. So. Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Hör auf, so dämlich zu grinsen. Du hast mich restlos ausgeplündert, Mistkerl. Ich betrachte das als deinen Gewinn für die Wette. Werd glücklich damit. Ich will spielen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Abgemacht. Viel Erfolg. Oh Gott, das wird ein Kampf, Leute. Das wird ein Battle. Das wird ein Battle. Ah, ich habe jetzt schon Angst. Das könnte problematisch werden. Ich gehe nochmal pennen. Weil, ne? Warum nicht? So. Und jetzt, ne, fange ich auch vorher an und... Oh nein, das ist kein... Bloß nichts an. Kein guter Tag zum Kämpfen. Nee, 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 gleich wieder pennen. Ach, wenn das in Wirklichkeit auch so ging, oder? Boah, ich habe keinen Bock heute aufzustehen. Ich bleibe hier liegen und dann einfach mal 24 Stunden weiter pennen bis zum nächsten Tag. Das wäre manchmal echt praktisch an manchen Tagen, aber gut. So, jetzt mache ich das nämlich so. Speichern. Mache ich jetzt ein extra Spiel. Nächstes Mal Arena. Bam. So. Domingo. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Hier, jetzt trinkst du erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Bier. Und, wie sieht's aus? Gehst du jetzt mit mir in die Arena? Du bist in Ordnung. Warum nicht? Ich gehe vor, du folgst mir. Verdrehte Welt. Ach, schön. Nur so ein kleiner Bestechungsversuch. Sind wir halt mal nett heute ausnahmsweise. Oh Gott, ich habe Angst. Wir haben zwar das gleiche Schild, aber deswegen will er uns trotzdem vermöbeln. So. Zeit für eine kleine Lektion. Na dann. Ja. Das war scheiße. Da war schon der erste Hit. Und der zweite. Schön. Zack, zack, bam, zack. Das war nicht... Oh Gott. Oh Gott. Das nimmt kein gutes Ende. Eieieiei. Der haut rein. Ach, du Heilige. Ich glaube, da muss ich zwischensaven. Ich glaube, da hilft alles nichts. Zeit für eine kleine Lektion. So, komm her. Komm her. Komm her. Oh Gott. Zack, zack. Ich könnte ja die sichere Variante machen und immer zwei Schläge machen, aber der dritte Schlag macht halt so... Ah, das war knapp. Eieieiei. Hör auf damit. Ab in die Ecke mit dir. Eieieiei. Tja, 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 bam.
So, ich mache jetzt hier mal einen Zwischensave, ne? Weil sonst kann das noch Parts dauern. Zack, zack. Bäm. Oh, das waren zwei schöne Treffer. Da speichere ich gleich nochmal über lauter Freude. Oh, das war wieder ein schöner Treffer. Zack, zack. Bäm. Oh, ich mag diese Kämpfe in der Arena. Es ist echt toll. Wie gefällt das? Ich mag das echt gerne. Oh, da hatte ich Glück. Bäm. Oh, verdammt, da hat er mich erwischt. Zack, zack, zack. Oh, das war schön. Pam, pam, pams. Und pam, pum. Yeah. Ja, wie besiegt. Sehr nice. Sehr nice. Nichts zu holen. Wir haben ihn besiegt. Wow. Das war ja relativ gut. Der Arena-Kampf war gar nicht schlecht. Du kannst was, aber vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Tricks beibringen. Okay. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich hab dich zwar gerade besiegt, aber kein Problem, gerne. Wow. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffen würde. Das war gut. So, und jetzt fehlt uns ja quasi nur noch einer, ne? Oh Gott. Hallo, Craig. Na? Domingo hat ganz schön Respekt vor dir bekommen. Du bist echt gut. Hier ist dein Gewinn. Du machst mich noch arm, weißt du das? Sieht nicht so aus, als wenn noch jemand gegen mich in der Arena antreten will. Respekt? Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Fehlt nur noch Broger. Das ist was anderes. Broger würde sich nicht aus Jux und Dollerei mit dir schlagen. Seine Stellung hier im Lager verdankt er seiner Schlagkraft. Wenn ihn jemand besiegen würde, wäre seine Vormachtstellung hier gefährdet. Also sei lieber vorsichtig. Das ist kein Spaß, hörst du? Danke. Ich weiß, was ich tue. Das hoffe ich für dich. Viel Glück. Ich will spielen. Hehe. Ich werde Broger in der Arena besiegen. Das will ich sehen. Er wird Hackfleisch aus dir machen. Du musst ihn erstmal dazu bringen, mit dir in die Arena zu gehen. Das wird schwierig genug. Das lass mal meine Sorge sein. Okay. Jetzt haben wir 200 Gold bezahlt. Ah, dafür kriegen wir dann auch 400 Gold zurück. Und das ist schon eine Hausnummer, ne? Aber ich gehe erstmal pennen, weil ich glaube, wir können noch gar nicht mit ihm in der Arena kämpfen. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Quests vorher machen. Hier gibt es nichts Interessantes für dich. Quasi ein bisschen bei ihm einschleimen. Meinte ich mich zu erinnern, oder? Oder? War das so? Ich probier's mal aus. Hi. Ich probier's einfach mal, komm. Kämpf mit mir in der Arena. Vergiss es, Kleiner. Du bist die Mühe nicht wert. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Ist das so? Du hast es weit gebracht, Kleiner. Die Jungs hier respektieren dich. Dann zeig jetzt mal, was du wirklich drauf hast. Beweg deinen Arsch. Okay, der macht das wirklich? Okay. Okay. Ich weiß aber nicht, ob er danach noch die ganzen Quests machen will. Deswegen mache ich jetzt erstmal noch die Quests mit Broger, weil, ne? Wenn es dann nicht mehr geht, dann wäre blöd. So. Ich habe da einen vermissten Kämpfer gefunden. Ja? Wo ist er? Ich reiß ihm den Kopf ab. Er ist tot. Ich fand seine Leiche in einer Höhle, in der Nähe des Sumpfes. Verdammte Schweinerei. Hat der Dorgan etwas bei sich? Irgendwas? Sag schon! Dorgan hatte eine Liste in seiner Tasche. Du verfluchter Hund! Wo ist diese Liste jetzt? Ich könnte sie dir vielleicht besorgen. Was? Worauf wartest du dann noch? Ich warne dich. Versuch nicht, mich zu verarschen, klar? Hier hast du die Liste von Dorgan. Her damit. Wem hast du von dem Zettel erzählt? Niemandem. Das war auch besser für dich, glaub mir. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nicht ganz. Ich hätte da noch eine Sache. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Raus mit der Sprache.
Na schön, dann pass mal auf. Hast du schon mal Schutzgeld eingetrieben? Sowas habe ich geahnt. Du treibst Schutzgeld ein? Psst, nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Bis auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Pah, das kann dir doch egal sein. Okay, erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Gut. Du wirst jetzt machen, wozu Dorgan nicht in der Lage war. Also, du gehst zu den ganzen Pfeifen hier im Lager, die nicht zu meinen Kämpfern gehören. Sag ihnen, dass ihre monatliche Zahlung fällig ist und kassier ab. Danach kommst du wieder und bringst mir das Gold. So einfach ist das. Okay. Gut. Ich übernehme den Job. Ich weiß nicht. Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Keine Bange, ich mach das schon. Ja, berühmte letzte Worte. Wegen des Schutzgeldes. Was ist, wenn ich beim Eintreiben des Goldes auf Probleme stoße? Du hast den Job. Du hast die Probleme damit. Ganz einfach. Egal, wie viel du abkassieren kannst. Am Ende will ich meine 200 Gold. Klar. Warum frage ich eigentlich? Was ist mit Sam? Soll ich bei ihm auch kassieren? Sam arbeitet für mich. Das soll für diesen Monat reichen. Oh, verstehe. Bei wem genau soll ich nochmal abkassieren? Bei allen, die nicht zu meinen Jungs gehören. Also, Oscar dem Schmied, den Arbeitern Hawkins, Enrico, Danny und Dwight. Den Jägern Duck und Louis. Dem Sumpfbauern Robert und seinem Gehilfen Obel. Und jetzt beeil dich, meine Geduld hat Grenzen. Okay. Dein Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Na und? Wen interessiert das? Hast du nichts Besseres zu tun, als mir damit auf den Sack zu gehen? Geht so. Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Okay. Dann würde ich sagen, spielen wir im nächsten Part mal den Schutzgeldeintreiber. Ach, das wird lustig. Das war eine lustige Quest. Ich meine, mich da an ein paar schöne Dialoge zu erinnern. Und ich wusste doch, ich kann darauf. Ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!